Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Dracanto. Ja, das Pixelmon-Projekt. Jo, muss kurz schauen. Jo, stimmt alles. Ich habe die Qualität wieder hochgeschraubt. Ich muss deswegen GTA Online runterstellen in letzter Zeit. Und das hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen auf die Aufrufe ausgewirkt. Jetzt mache ich es natürlich wieder hoch. Da momentan ich nicht so gewillt bin, GTA Online aufzunehmen und der Kollege auch halt an blöden Zeiten bei mir, also eher spätabends Zeit hat. Und das möchte ich natürlich nicht, weil es mich schon ein bisschen überlastet, den ganzen Tag Sport zu machen und dann abends noch aufnehmen zu müssen. Ist ein bisschen zu, ja, körperlich anspannend. Ja. Das ist mir einfach den Körper extrem müde macht, viel zu müde macht zum Schlafen und so. Deshalb, ja. Lieber doch wieder ein bisschen weniger GTA Online. Und dafür wieder ein bisschen mehr, ja. Projekte, die nicht so verantwortlich sind für meinen PC. Genau, weil, ja. Ich kann halt einfach nicht so extrem grafisch, anfordliche Spiele spielen, weil OBS so herumzickt. Ich weiß nicht, nur bei mir zickt OBS so herum. Keine Ahnung, liegt wahrscheinlich am Prozessor. Da OBS einfach den Prozessor nutzen will. Weil meine Grafikkarte natürlich 4 geteilt ist und dadurch nicht so gut zum Aufnehmen geeignet ist. Und ja. Also wir haben jetzt 11 Diamanten, das ist eigentlich gut und können wir eigentlich direkt nochmals eine Diamantspitzhacke machen. Wir brauchen aber noch ein bisschen Holz, da nehmen wir am besten wieder Schwarzeichenholz, weil wir da recht viele außerhalb vom Ding haben. Teilen das wieder auf. So. Und ja, ich möchte heute wieder das Haus ein bisschen weitermachen, aber habe noch etwas zu tun und das ist, eine Welt zu machen, die gut zum Farmen ist. Sonst werde ich gezwungen, irgendwo weit weg zu farmen. Und das ist natürlich nicht so toll, weil ich ja natürlich auch viel bauen möchte. Ja, und deshalb in eine Farmwelt farmen möchte. Ich bin halt einfach so geizig. Oh, jetzt dachte ich schon, ich hätte eine Diamanthacke gemacht, weil es so langsam war. Ja. Haltbarkeit 3 ist schon mal gut. Glück 3 zusammencraften. Sehr schön. Haltbarkeit 3 gibt Haltbarkeit 3. Ab Glück kommt hinzu. Es gibt nicht Haltbarkeit 4. Ja. Verwechselt das einfach mit Effizienz gerade. So. 13, 20. Ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Sehr gut. Ja, und jetzt müssen wir eben eine neue Welt machen. Ich hoffe, ich habe noch genug Rohstoffe. Aber es könnte an ein paar Sachen mangeln. Ich möchte gerne nichts machen. Also keine Blätter reintun. Wir brauchen das. Wir brauchen, ja, wo haben wir jetzt die wieder? Wir brauchen Papiere. Wieso habe ich die hier nicht? Keine Ahnung. Aber hier, das Leder können wir auch noch rüber tun. Wieso haben wir kein Papier? Wo liegt das Papier? Andesit haben wir hier noch. Ich brauche doch Papier, aber Papier haben wir nicht. Wo haben wir das Papier hingetan? Das ist natürlich nicht so gut. Ich brauche Papier, weil ich Papier brauche. Ich brauche immer noch Papier. Aber niemand gibt mir Papier. Ja dann, hol mir das Papier. Ja, ich rede zu viel über Papier, aber das macht Spaß. Oh, nicht alles, nicht runterfallen. Heute bist du wieder sehr am Lecken, ja, aber... I do. Vielleicht noch mehr RAM geben Java, aber das ist eher der CPU. Das liegt einfach an Java. Java ist doof, ja.
Aber ich sehe das halt auch viel besser als ihr. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so gesehen haben, dass es geleckt hat, aber ich. Es ist einfach so ein bisschen verzögert. Papier. Hier. Wir haben Papier, liebe Leute. Es ist sicher Papier da noch hier drin. Ja, es ist auch hier drin. Ah. Wenn das nur ein Messer wüsste. So. Also wir brauchen zwei. Welt 6. So, wir brauchen den da. Welt 6. Welt 7. Suchen wir gleich beide. So. Aber wir haben wieder keine. Welt 6 betreten. Jetzt machen wir das einfach ohne Bücher. Nur mit TPX halt zurück, weil die Bücher sehr schnell kaputt gehen. Scheint eine leere Welt, zu sein. Okay. Kann man schon vorwärts machen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Mistkräfte sowas von langsam. Aha. So eine Welt wollte ich nicht, aber gut. Yo. Mistkraft, wann wirst du mal Performance besser? Ist nicht normal, dass es an einem Mod mangelt, der einfach einzigartig ist, kein einziger, ja, das nachbauen will und besser machen will. Immer nur an Mistkraft. Los, jetzt vorwärts. Ich will nicht winzige Kohle. Für was brauchen wir winzige Kohle eigentlich? Noch nie gesehen. So. Eine dunkle Welt. Ist das eine gute... Das ist ziemlich eine gute Welt, wenn es schon hier beginnt mit... Ja. Also eine Eis-Gravel-Welt. Das ist jetzt nicht so gut, weil das einstürzen könnte. Stürzt aber nicht ein. Deshalb direkt hier markieren und runterbuddeln. Auf... Ja, nicht mal so weit runter. Spitzhacke ist mega gut. Nicht schlecht. So, wir brauchen Diamanten. Gibt es hier viele Diamanten? Ich bin wieder so süchtig nach Diamanten, aber ich brauche sie keinen. Ein bisschen weniger vielleicht. Wieso hat sie jetzt Erde? Sieht nicht so nach einer Mining-Welt aus, ne? Mal so. Ja, okay. Diamanten. Mine 1. Also, Diamanten haben wir schon mal. Wir müssen eigentlich gar nicht lange meinen jetzt. Aber könnte das sein, dass es hier mehr Diamanten gibt? Ich hoffe es jedenfalls. Ah, oh, jetzt haben wir natürlich keinen Spawnpunkt gesetzt. Oh, okay. Bauen wir uns einfach wieder nach oben. Wenn wir genügend Steine haben. Wir müssen ja auch noch zum Ding kommen. Zum Stone. Das ist wirklich eine schöne Welt diesmal. Eigentlich sind alle Welten auf irgendeine Art schön, aber sehr anfordernd für Java. Okay, okay, da gibt's genügend Diamanten. Genau hier gibt's aber nicht genügend. Jetzt haben wir schon 12 Diamanten. Ja, doch Glück 3, das macht natürlich schon sehr viel Spaß. Jetzt machen wir einfach nochmals Level und hier könnte man eigentlich... Echt gut, Monster jagen, aber zuerst mache ich mal noch einen Bogen. Genau. So. Man sieht einfach, das ist
nicht gerade so gut ist, aber ziemlich viele Erze einfach. Und viele Diamanten. Das freut mich. Kommen wir doch schon wieder ein bisschen schneller vorwärts. Weil es dauert alles halt ein bisschen länger und dafür braucht ihr halt Geduld. Ich hoffe einfach, dass ihr da die Lust nicht verliert, mir zuzuschauen. Weil momentan brauche ich schon wieder ein paar Aufrufe. Das spricht eigentlich jeder, der merkt, es geht halt einfach zurück. Die Leute wollen nicht mehr so gerne Videos schauen, die ich mache und... Möchte ja auch nicht irgendwie arrogant wirken, aber momentan ist es halt schon extrem am Runtergehen. Finde ich schade, weil YouTube ja eigentlich sonst eigentlich ziemlich ja, gut ist zu mir. Ich habe einfach das Gefühl, YouTube macht zu wenig für mich jetzt gerade wieder. Ist ein bisschen schade, können wir nichts machen. Aber da kann meistens der Let's Player oder der Videomacher nicht viel dafür tun. Es liegt einfach an YouTube und an den Zuschauern, wie sie etwas mögen und so. Ist sehr unterschiedlich, oder? Die Videomacher müssen immer den Fans nachgehen. Und wenn sie das nicht machen, haben sie keinen Erfolg mehr, nix. Das ist so schade. Weil eigentlich ist ja der, der Videos macht, der König. Nur eben, vor allem ich schenke mich selber nie etwas, nur wenig. Ich mache mir sehr viel Mühe, sogar extrem viel Mühe. Und werde einfach nicht so belohnt wie andere. Das ist einfach schade. Wenn man sich schon Mühe gibt, dann sollte man eigentlich auch belohnt werden. Nur wie? Wenn einfach alle davon laufen, ja, der hat vielleicht eine schlechtere Qualität als der andere. Komm, wir gehen den anderen nach, der hat viel bessere Qualität und so Sachen. Ja, aber der hat ja auch das Geld schon. Der müsste eigentlich gar nicht unterstützt werden. Der braucht eure Unterstützung nicht, wenn er so viel Geld hat, dass die Qualität so gut ist. Nur eben... Die Leute gehen einfach nur noch das nach, was vor ihrer Nase ist und nicht das, was im Hintergrund ist. Also, ja, mal nett zu sein können halt viele nicht mehr. Ich beziehe es jetzt nicht auf euch, aber ich meine einfach, ich sehe es immer mehr. Leute, die keine Hilfe mehr brauchen, bekommen viel mehr Anerkennung von den Leuten. Als die, die wirklich Hilfe brauchen. Oh Gott. Wieso ist die Steuerung so ultra leicht? Doch nichts eingestellt. Macht man einen kleinen Schritt, läuft man schon mehr als einen Block. Das ist wahrscheinlich einfach, weil Java überlastet ist. Ich habe ja hier nichts geändert, oder? Ich habe sogar die Empfindlichkeit schon reduziert. Wahnsinn, ey. Ja, es ist auch viel besser zu stellen. Fast ein bisschen zu schwer jetzt. Aber ich muss mich ein bisschen an das gewöhnen. Ich wollte eigentlich zum Kloster hinlaufen, nicht von ihm weg und dann bin ich runtergefahren. Ja, wie man es nimmt. Die Störungen sind natürlich das Problematische. Dann kommt noch das Sound richtig anzustellen aus. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Pelze sind nur noch für ganz unempfindlich gemacht und ich bin halt überempfindlich. Die Leute, die Hardware herstellen oder Software, denken immer, ja, die Leute seien fett, unterernährt, also entweder zu fett oder unterernährt, blöd oder ja, gerade so helle oder ja, haben keine Probleme, keine Krankheit. Dadurch wurden vor allem die Hardware in letzter Zeit, was man braucht schon in 16.000 DPI bei einer Maus, einfach mega sensibel. Das würde man eigentlich das Arschloch sein, wenn man ein bisschen empfindlich ist, also andere Leute ein bisschen ja, zu gute Bewegungsabläufe hat. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß es nicht.
Aber mein Wunsch wäre, dass Hardware und Software zu erstellen für Leute, die eben die Probleme haben, dass alles so empfindlich, so schnell empfindlich ist. So, jetzt suchen wir noch ein paar so andere Sachen. Hier haben wir ein Loch. Von Accurately Editions. Denke ich mal. Hier überall diese Underground-Biome sind. Boah, nehmen wir den noch mit. Könnten wir immer gebrauchen. Schauen gleich mal ins Loch rein. 6 Stück. Hat keine anderen Kristalle, aber hier noch Amethyst. Ja. Sehr schön. Jo, als nächstes machen wir im nächsten Part wahrscheinlich ein bisschen Pokémon-Training. Ich hoffe es jedenfalls. Und halt am Haus bauen, den wir heute nicht schaffen in diesem Part. Und eventuell morgen oder übermorgen kommen dann mal 2 an einem Tag. Aber ja. Alles der Reihe nach. Ich schenke euch sehr viel Abwechslung. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig. Das Packeis möchte ich gerne abbauen. Das funktioniert aber leider nicht. Nur nicht immer so dunkel. Ja. Ich finde die Seerosenblätter auf Eis eigentlich ziemlich schnuckelig. Die haben was. Die haben irgendwie einen Style, den ich mag. Tintenfische mag ich irgendwie auch, wenn sie so hilflos herumschwappeln. Und hinten haben wir noch etwas. Auch ein Kristall. Gut. Diese Dunkelheit. Das, was ich mag. Okay, mehr möchte ich jetzt in dieser Farmwelt nicht machen. Also das mache ich gerne dann wieder zwischen einer Folge. Das ist jetzt momentan nicht so spannend. Ich hoffe es. Ist doch spannend, das mache ich gerne dann nochmal so eine Folge. Aber ich denke eher nicht. Deshalb gehen wir zurück und machen den Keller weiter. Ja, okay, dann mache ich im nächsten Part mal ein bisschen dort weiter, weil das jetzt auch eher am Ausgraben ist. Okay, ja, den können wir noch machen. Den Boden. Der ist wenigstens ein bisschen spannender als rausgraben. Ein Fossil. Das erste Fossil, das wir finden, scheint sehr selten zu sein. Doch nicht so. Ah, hier kann man so geil meinen, wenn man alle Erze eigentlich so ein bisschen an der Oberfläche sieht. Aber nun mal einfach nur die normalen Erze, nicht die seltene. Vielleicht ist das zu hoch hier. Aber hier lässt sich sehr viel machen. Also Welt 6 ist eine sehr gute Welt. Welt 7 schauen wir dann in einem anderen Part an. Kohle haben wir viel, zu viel schon. Wow. Gloucester nochmal. Ja, müsste ich eigentlich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Stirb! Wieso? Dann schauen wir mal, dass wir einfach ein Waypoint machen. Und das einfach mitnehmen, wenn wir es dann wirklich auch brauchen. Glowstone. Ja, sie sind schon weit gelaufen in dieser Welt. So schnell geht über Eis zu laufen. Merkt man das gar nicht mal so. Boah, was habe ich jetzt wieder im Hals? Einen sauren Ausstoß wieder. Ja, ich bin immer noch nicht gesund. Irgendwie scheinbar eine heftigere Grippe erreicht. Corona-Grippe. Influenza. Was ist das eigentlich für die, die sich besser auskennen? Kopfschmerzen, saures Ausstoßen, Magen-Darm-Beschwerden. Ich habe keine richtige Magen-Darm-Grippe, weil ich nicht Durchfall oder Übelkeit habe. Und Gliederschmerzen.
Einfach eine normale Grippe scheinbar. Ich weiß es nicht. Ich hatte zu wenig Gräben das Leben schon. Ich hatte keine Ausbildung. Ich weiß es nicht. Einfach normale Grippe. Aber das nervte, weil ich Sportler bin und mit Gliederschmerzen kannst du einfach keinen Sport machen. Du bist sofort, bist du zu sehr unter Schmerzen und alles mögliche. Die Sehnen sind so dann überansprucht, dass man einfach gar keine Bewegung haben möchte. Ja, das ist alles Gravel, was runterfällt und nichts Interessantes. Okay, was haben wir jetzt? 20 Minuten wieder. Dann gehen wir jetzt zurück. Okay, noch mehr Glowstone. So. Ja. Slash. TPX, Drago, Basen. Null. So. Ja, Mistcraft wäre mal wirklich zum Überarbeiten, lieber Entwickler. Aha. So geht's auch. Wieso ist der hier jetzt gespawnt? Habt ihr den gesehen? Tintenfisch? Die Sachen rauslegen tue ich später. Aha. So, Dele. Papier kann auch hier rein. Dusselgur. Das ist einer der besten Namen. Einer der besten deutschen Namen. Ja, Glowstone muss ich irgendwo anders rein tun, sonst ist hier immer sehr schnell voll. So. Die Backpacks suche ich später raus. Lass mich doch. Es ist Nacht! Was ist denn heute? Nix Wetter? Ah, ist der eine Mod wieder verbuggt. Unglaublich, dass dieser eine. Wie heißt das schon wieder? Chromatik, irgendwas? Nein, Stellar Sky. Dass diese zwei Mods so unglaublich verbuggt sind, dass zum Beispiel. Oh, jetzt ist wieder. Ja, es wird einfach nicht geladen. Es wird meistens nicht von Java geladen. Ist unglaublich. Aber gut. Müssen wir einfach drum das aushalten oder einfach deinstallieren, sonst. So. Wir sorgen uns jetzt noch um einen Snowball. Ich möchte gerne einen Snowball, Mini-Snowball. Das ist. Nein, das ist der Anfang. Ich will unbedingt einen. Mich stört mir. Sehr gut. Einen fangen. Ich will einen ganz kleinen Snowball haben. Das ist einfach. Ja, ein Wartenbeißer. So, komm. Bleib drinne. Okay. Jetzt trainieren wir die aber nicht. Ich muss Pokébälle zuerst haben. Wir haben immer noch keine Pokébälle gemacht. Drago, du Mistzug. Du Dusel. Du Duselgur. Du musst doch manchmal einfach deine Sachen richtig machen. Also rot. Blau. Gelb. 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 Wieso habe ich keine gelben Apikokos? Schwarz. Geh du wieder raus, dich muss ich anpflanzen. Ja gut, schwarz können wir nicht mehr. Ah ja, einfach schwarz hier rein tun. Also. Richtig machen, Drago, okay? Ich beleidige mich selber, ich weiß, aber ich muss es richtig machen. Da haben wir uns nie gekümmert drum und ich wollte es eigentlich immer da in einer Folge machen, aber hab's nie gemacht. Oh. Wieso bin ich schon Schuschel?
So, dann müssen wir halt nochmal warten. Wenn man einfach so viel zu tun hat, weil das Modpack so groß ist und einfach die wichtigsten Sachen nicht macht. Ja, es wird wahrscheinlich zu viel rote werden. Aber einfach rot brauchen wir halt für Superbälle und Pokébälle und Liebesbälle und ja, ich glaube Liebesbälle aber nicht. Es ist nicht rosa und gelb. Ja, Meister. Nein, Meisterball nicht. Können wir nicht herstellen, ne? Nö. Das kann man natürlich nicht. Heilball. Heilball, oh, scheinbar nicht. Wie kann man denn das zeigen, wie man das craftet? Simperball. Ah, hier unten. Also, Rot braucht man für eben Poké und Superball. Für Freundesball. Für Levelball. Für Ködeball. Sehr viel, also lohnt sich schon. Und Kaktus. Okay, interessant. Alle Sachen nachfüllen. So, jetzt brauchen wir einen Amboss, aber einen, der richtig ist. Und den machen wir, glaube ich, so. Und einen Hammer. Aber Hammer haben wir. Ja, Aluminiumhammer ist sowieso besser, glaube ich. So, dann machen wir die gleich mal. Und dafür müssen wir die auch zuerst craften. Ich möchte gerne Hyperbälle machen. Gleich mal. Haben wir auch einen. Machen wir doch Superbälle einfach. Machen wir zuerst mal Superbälle. Jo, die muss man jetzt totkloppen. Ja, plötzlich werden sie rot. Das ist nicht besser mal. Lalalala. Aber nicht die Uhrzeit vergessen, ja. Also machen wir den noch. Und dann ist leider wieder Patente. Tut mir leid, aber 30 Minuten sind immer so gemein. Ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.